Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu diesen 16. Songs an einem Sommerabend. Dankeschön. Genau hier auf dieser Klosterwiese, wo Sie jetzt sitzen, liebe Freunde, hat sich das Publikum vor 16 Jahren zum ersten Mal niedergelassen. Es hatte damals schon einiges hinter sich. Tschernobyl zum Beispiel oder die erste Folge der Schwarzwaldklinik. Inzwischen ist natürlich alles viel, viel besser geworden. Jedes Auto hat einen Katalysator. Der kulturelle Schadstoffausstoß allerdings in der Musikindustrie zum Beispiel ist gewaltig angestiegen seitdem. Aber, wie wir alle wissen, es gibt ein Mittel dagegen. Kloster Banz. Nie war es so wertvoll wie heute. Die Songs an einem Sommerabend haben alles überlebt, dank dem Altmeister und Vater dieser Sendung, Ado Schlier, dank dem Bayerischen Rundfunk, Bayern 2 Radio, dem Westdeutschen Rundfunk und der Reihsender Bozen, deren Zuschauer und Zuhörer ich auch ganz, ganz herzlich begrüße. Und noch einer ist hier mit mir auf der Bühne, wie schon in den vergangenen Jahren, liegt mir die ganze Zeit schon in den Ohren. Herzlich willkommen, Hans-Jürgen Buchner, Heindling. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass wir wieder gemeinsam das dritte Mal euch durch das Programm führen dürfen. Und ich begrüße meine Kollegin, herzlich willkommen, Christa Posch. Dankeschön. Heindling begeht heuer sein 20-jähriges Bühnenjubiläum und zur Feier des Tages ist er mit der vollständigen Besetzung hier. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Ich hab die lang schon immer gesehen. Wo bist du bloß? Wo bleibst du denn? Ich hab die lang schon immer gesehen. Wo bist du bloß? Wo bleibst du denn? Was schaust denn so frech, ha? Sag, was schaust denn so frech? Du, möchtest das wissen, wie sich die Fische unter Wasser küssen? Stell dir vor, wir sind zwei Fisch, ohne Fürs und ohne Arm. Nur mit einem riesengroßen Bussenmund, da darf man busseln, da gangen's rund. Da darfst du grad nur so schauen. Da darfst du grad nur so schauen. Oder wir warten mit zwei Tintenfisch, hier von der Wasser, wo's finster ist. Da kann man greifen, da kann man saun. Du warst Nummer eins unter die Tintenfischfrauen. Da brauchst du gar nicht dazu schauen. Da darfst du grad nur so schauen. Hey, du möchtest es wissen, wie sich Fische unter Wasser küssen. Hey, das ist schon interessant, was die Fische unter Wasser dann. Gell, du möchtest es wissen, wie sich Fische unter Wasser küssen. Gell, das ist schon interessant, was die Fische unter Wasser dann. Oder stell dir vor, ich war ein Hummer mit riesengroßen Scheren. Da darf ich noch dir greifen, da brauchst du nimmer wehren. Da darfst du grad nur so schauen. Da darfst du grad nur so schauen. Oder ich war ein Drumhecht und du warst der fette Fling. Da darf ich noch dir schnappen und ins Wasser runterziehen. Dort brauchst du gar nicht so schauen. Da darfst du gar nicht so schauen. Du möchtest es wissen,
wie sich Fische unter Wasser küssen. Gell, das ist schon interessant, was die Fische unter Wasser dann. Gekochter Zander war und du eine schöne Zitrone, dann wärst du auf mir ausdruckt. Hey, das war auch nicht ganz ohne, aber da kannst du nicht so schauen. Eine Zitrone, die hat keine Augen. Drum ist mir schon lieber so. Du schaust mir ganz frech an und du möchtest jetzt bei mir bleiben. Und wir schauen, was die Fische unter Wasser treiben. Da brauchst du gar nicht so schauen. Du musst dich nur ins Wasser trauen. Gell, du möchtest es wissen, wie sich Fische unter Wasser küssen. Gell, das ist schon interessant, was die Fische unter Wasser tat. Gell, du möchtest es wissen, wie sich Fische unter Wasser küssen. Gell, das ist schon interessant, was die Fische unter Wasser tun. Gell, du möchtest es wissen, wie sich Fische unter Wasser küssen. Gell, das ist schon interessant, was die Fische unter Wasser dann? 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 Dankeschön! Meine lieben Freundinnen und Freunde, es gibt auf der Welt lustige Sachen und es gibt sehr viele traurige Sachen. Und eine traurige Sache ist zum Beispiel, dass die Verantwortlichen auf dieser Welt immer noch nicht kapiert haben, dass die Menschen auf diesem kleinen, empfindlichen Globus eigentlich nur eines wollen, nämlich in Frieden miteinander auskommen. Das globale Dorf. Stellen wir uns vor, die Menschheit ist ein Dorf mit 100 Einwohnern. Dann würden nach heutigen Verhältnissen 21 Europäer, 14 Amerikaner, 57 Asiaten und 8 Afrikaner in diesem Dorf wohnen. 30 Bewohner wären Christen und weiß. Es gäbe 52 Frauen. 33 Bewohner wären Analphabeten und 50 hätten keine akzeptable Unterkunft und wären unterernährt. Schlecht ernährt wären die meisten. Es gäbe einen Akademiker, ein Bewohner würde gerade sterben und 2 kämen zur Welt. 6 Dorfbewohner besäßen 60% des gesamten Reichtums und alle 6 wären US-Amerikaner. Thank you.
Im globalen Dorf gibt es keinen Frieden. Die wenigen, die den gesamten Reichtum des Dorfes für sich beanspruchen, sichern ihre Position durch zusätzliche Aufrüstung, kostspielige Sicherheitsmaßnahmen und Bestechung einiger Armer, um die Dorfbewohner gegenseitig auszuspielen. Es liegen Zehnerpotenzen zwischen den Aufwendungen für die Zerstörung und denen für den Aufbau. So, und die nächste Künstlerin, die ich jetzt ansagen möchte, hat ebenfalls 20-jähriges Bühnenjubiläum. Und vorher war ich bei ihr in der Garderobe drin und habe gesagt, du, soll ich dir einmal den Moderationstext kurz vorlesen, damit du weißt, was ich da sage. Und hat sie gesagt, nein, braucht es eigentlich nicht. Und dann habe ich aber gesagt, ah ja, ich lese den jetzt trotzdem vor. Na ja, gut, dann habe ich ihn ihr vorgelesen. Und zwar, wenn man in der Musikbranche über lange Zeit erfolgreich sein will, dann muss man eine starke Persönlichkeit haben. Dann hat sie gesagt, ja, gut. Dann habe ich weitergelesen und das wird ja heutzutage in der Musiklandschaft immer seltener, war auch klar. Dann die nächste Künstlerin kommt aus Österreich und von ihr kann man behaupten, dass sie nicht nur eine starke Persönlichkeit ist, sondern rundum ein starker Mensch. Dann hat sie auch gesagt, ja, also das ist gut. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, sie hat zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem 6-mal Platin. Und ist dadurch die erfolgreichste Sängerin in Österreich im Popgeschehen. Dann hat sie gesagt, ja, wunderbar. Und dann habe ich noch gesagt, du, und dann sage ich noch, dass wir uns einmal in Wien in einem Café getroffen haben und haben uns wunderbar unterhalten. Und dann hat sie zu mir gesagt, da haben wir doch gestritten. Dann habe ich aber gesagt, ja, aber das kann ich doch nicht bringen. Und dann habe ich gesagt, ich sage, dass wir uns gut unterhalten haben. Hat sie gesagt, gut, dann sagt es, war dann auch in Ordnung. Und dann habe ich ihr noch vorgelesen, und heute ist sie zum dritten Mal bei uns und man kann sagen, ihre gewaltige Stimme ruht in ihr. Dann hat sie gesagt, ja, und ich lass raus. Und jetzt lasst sie es raus. Stefanie Werger aus Österreich. Schönen guten Abend. Keinen Mann, warum schaut mich keiner an? Um mich am Ideal zu messen, habe ich fast nichts mehr gegessen und gehörig abgenommen und keiner ist gekommen. Nun bin ich beinahe schön und kann einfach nicht verstehen, warum die heiß begehrten Typen an einem Affensteinenzahn wie mir vorübergehen. Jede Tussi hat schon einen, ich hab verdammt nochmal noch keinen. Marie ist dämlich wie ein Ei, die hat an jedem Finger zwei, sogar die hässliche Babette zwitschert zählig im Duett. Meine schwerbedankte Tante hat noch einen auf der Kante, nur ich treib ohne Bellamy wie ein unbemanntes Raumschiff durch die Galaxie. Wo zum Teufel bleibt mein Superman? Warum zur Hölle krieg ich keinen, der mich auf Händen trägt und mir sein Hab und Gut zu Füßen legt? Es gibt Millionen süßer Kerle und ich bräuchte doch nur einen. Aber keiner hat mich wach geküsst, es ist zum Weinen. Ich bräuchte doch nur einen, aber keiner hat mich wach geküsst, es ist zum Weinen. Ich brauch
brauche keinen Wunderbra. An mir ist rundum alles da. Vielleicht ein lästiges Gefälle, an sehr diskreter Stelle wär ich da noch attraktiver. Wär mein Name Claudia Schiffer, dann müsste ich meine Lieben oft vertrösten und verschieben. Träume sind zwar schön und nett, doch ich träume ganz allein in meinem Doppelbett. Wo zum Teufel bleibt mein Superman? Warum zur Hölle krieg ich keinen, der mich auf Händen trägt und mir sein Hab und Gut zu Füßen legt? Es gibt Millionen süßer Kerle und ich bräuchte doch nur einen. Sam war zwar ein Stubenkater, doch unbezähmbar wie sein Vater. Das Leben am Kamin fand er nicht so toll, und bald hatte er die Schnauze voll von wegen Schmusekater oder so. Und diesem peinlichen Katzenklo, er musste raus aus diesem Haus. In einer lauen Frühlingsnacht hat er sich aus dem Staub gemacht, und bald schnurrten alle Katzendamen voller Sehnsucht Sammys Namen. Nur die Jungfernbräute hatten Schiss vor seinem Kessel Liebesbiss. Er war der heißeste Tiger in der Katzenliga. Für keine Liebesolympiade auf der Mondscheinpromenade war sich Kater Sam zu schade. Er sagte, hey, du süße Miete, mach mal eine Liegestütze, sei nicht müde, Schätzchen, ich mach dir hübsche Babykätzchen. Komm schon mit ins Gartenhäuschen, dort kriegst du ein zartes Mäuschen, aber es vernasch ich dich, denn keiner ist so gut wie ich. Waren Lull und Lach vor jedem steilen Sündenfall. Sogar die Mimi mit den schiefen Ohren hatte sich an ihn verloren und seufzte nur noch, Sam, oh Sam, können wir uns morgen Abend wiedersehen? Mit dir war es so angenehm. Er meinte, cool, my Sam. Die blonde Lola war schon ein, die hatte Augen wie ein Wemp und Katzenbeine, dass ihm schier der Atem stockte, worauf er sie in die Büsche lachte. Doch Lola war emanzipiert und fauchte schroff und echauffiert. Es könnte dir wohl so passen, aber Sam konnte es nicht lassen. Hey, du süße Miete, mach mal eine Liegestütze, sei nicht brüde, Schätzchen, ich mach dir hübsche Babykätzchen. Komm schon mit ins Gartenhäuschen, dort kriegst du ein zartes Mäuschen. Aber erst vernasch ich dich, denn keiner ist so gut wie ich. Als Lola nicht mehr schmollte und er sie endlich kriegen sollte, konnte Sam ihn nicht mehr wie er wollte. Sie sagte, Sam, 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 haben wir etwa ein Problem? Sam, 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 du solltest besser wieder nach Hause gehen. Dort hast du keinen Stress, mein Guter, und kriegst auch dein Dosenfutter. Wirst behäbig, zahm und fett, ich muss jetzt gehen, tschüss, war nett. Sam, 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 haben wir etwa ein Problem? Sam, 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 du solltest besser wieder nach Hause gehen.
hast du keinen Stress, mein Guter, und kriegst auch dein Dosenfutter, wirst behäbig, zahm und fett. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Dankeschön. Seite verabschieden sich Wolfgang Mograndl und Günther Rademacher an den Keyboards. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Der nächste Künstler, der jetzt zu uns auf die Bühne kommt, ist schon mit sehr vielen Weltstars auf der Bühne gestanden, da wo andere Musiker nur davon träumen. Das hat er gemacht, und zwar unter anderem Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Fats Domino und Joe Cocker. Und ich habe ihn vorher auch in der Garderobe kennengelernt, und er ist ein unheimlich lustiger Typ, und er spielt wahnsinnig virtuos Klavier, und genau so lustig, wie er ist, spielt er auch am Klavier. Er kommt aus Hamburg und heißt Joja Wendt. Vielen Dank. Hey. Man merkt ja an der Resonanz hier, was für ein intellektuelles und gebildetes Publikum hier heute zu Gast ist. Und deswegen habe ich überlegt, werde ich heute ein klassisches Werk spielen, hier ein klassisches Stück. Und zwar ein Stück von einem Mann, der aus meiner Heimat kommt. Das ist Johannes Brahms. Der hat vor 150 Jahren in Hamburg gelebt. Und eins seiner berühmtesten Stücke, der fünfte ungarische Tanz von Johannes Brahms. Und ich habe den jetzt so bearbeitet, dass ich am Anfang den B-Teil reharmonisiere, dann kommt der A-Teil, so wie ihn jeder kennt, dann nochmal der B-Teil, da schon rhythmischer Applaus vom Publikum, dann geht es über eine unheimlich virtuose Stelle, eine Tonrepetition, aus dieser Tonrepetition wird sehr mühevoll vom Künstler das Thema nochmal herausgearbeitet, dann tosender Applaus am Ende dieses Teils, dann zum Schluss nochmal der B-Teil, rhythmischer Applaus, die Leute versuchen die Bühne zu stürmen und dem Künstler die Kleider vom Leib zu reißen. Der fünfte ungarische Tanz von Johannes Brahms, meine Lieben.
So, hier habe ich jetzt schon tosenden Applaus erwartet. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Dies war vielleicht eins der berühmtesten Stücke des Liedermachers Reinhard May. Aber was viele Leute nicht wissen, der erste Liedermacher war Ludwig van Beethoven und der hätte dieses Stück Gute Nacht, Freunde so gespielt. Was für ein Komponist wollt ihr hören? Was für ein Komponist? Mozart. Tschaikowski, kannst du gleich auch haben. Okay. Wolfgang Amadeus Mozart, wie der wohl Gute Nacht, Freunde gespielt hätte. Das hätte sich so angehört. Tschaikowski, Peter Tschaikowski. Ladies and gentlemen, ladies and gangsters, are you ready for rock and roll? Let me hear you say yeah. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit zu gehen und ich trinke ein letztes Bier im Stehen. Was ich so jetzt zu sagen hätte, dauert nur noch eine Zigarette. Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht, Freunde. Dankeschön. Wie fandst du's? Super.
Ich bin heute vor der Sendung so ein bisschen zwischen den hereinströmenden Zuschauern umhergeschlendert und viele von Ihnen haben mich so herzlich begrüßt wie eine liebe Bekannte. Das hat mir dann gleich das Lampenfieber genommen. Und dabei waren auch die 15-jährige Julia und ihre Eltern. Und die haben mir erzählt, dass sie schon zum dritten Mal hierher kommen. Und das, obwohl Julia unsere Lieder gar nicht hören kann. Sie ist nämlich von Geburt an gehörlos. Aber sie empfindet die Musik und die ganze Atmosphäre hier so stark und mit jeder Faser ihres Körpers, dass sie sich das ganze Jahr über freut, wieder hier sein zu dürfen. Nun hat Julia heute die Gelegenheit, einen Liedtext auch ganz direkt zu verstehen, denn unser nächster Gast singt in zwei Sprachen gleichzeitig, und zwar auf Deutsch und in der Gebärdensprache der Gehörlosen. Und sie macht das so musikalisch und so tänzerisch fast, dass man es gar nicht merkt, wenn man es nicht weiß. In ihren Konzerten treffen sich viele Menschen, die im Alltag gar nichts miteinander zu tun haben, eine wunderbar normale und sehr schöne Form der Integration also. Meine Damen und Herren, Kerstin Roger. Kerstin Roger.
Kerstin, du kommst aus Brandenburg und du warst einmal zwischen der Insel Rügen und dem Erzgebirge so ein richtig bekannter Schlagerstar mit Fernsehshows, Preisverleihungen, Hitparade und allem drum und dran. Aber du warst nicht richtig glücklich damit. Ja, trotz Erfolges war es irgendwie nicht meins. Und ich flüchtete. Mhm. Und du hast dein Glück dann eher im Privaten gesucht und hast ein Kind bekommen. Das ist jetzt 17 Jahre her. Ja, ein Sohn, der imstande war, mein komplettes Denken und Handeln komplett auf den Kopf zu stellen. Und ich hatte das Gefühl, ich müsste alles anders machen, weil er geistig behindert auf die Welt kam. Und das war für dich auch Anlass, dann nach neuen künstlerischen Wegen später zu suchen. Du hast die Idee mit der Gebärdensprache gehabt. Du hast ein Buch herausgebracht, Träume ändern ihr Gesicht. Und da gibt es einen Satz drin, den ich besonders niedlich fand, der mit den Zahnbürsten. Wie war das? Ja, der Satz beginnt, obwohl ich weiß, dass er niemals in seinem Leben ein Hochschulstudium absolvieren wird und auch seine heiß ersehnte Fahrerlaubnis nicht bewältigen wird, so ist er doch derjenige, der jeden Abend unsere Zahnbürsten so zusammenlegt, dass sie sich die ganze Nacht über küssen. Das Universum hat beschlossen, du bist außer Welt. Dich werde ich reich beschenken mit einem ganz besonderen Kind. Mit grenzenloser Liebe hältst du dein Kind im Arm. Nicht normal. Warum ich, fragst du verbittert, überfordert, voller Wut, wirst überschwemmt von deinen Tränen, tauchst in Furcht in seine Welt. Nichts ist so, wie es scheint, an diesem unbekannten Ort. Geduld erlebst du Wunder, siehst einen Schritt, hörst ein Wort. In seiner Welt zeigt man immer, was man fühlt.
Im letzten Jahr, Sie erinnern sich bestimmt, hat Heindling sehr anschaulich zusammen mit Ihnen allen demonstriert, was A Cappella ist und wie das klingt. Die Diskussion darüber ist auch in diesem Jahr wieder entfacht und hinter den Kulissen geht sie weiter. Aber unsere nächsten Gäste brauchen zur Beweisführung eigentlich nichts anderes als ihre glockenhellen Stimmen. Hier ist eine der erfolgreichsten Gesangsgruppen aus Schweden, Rilton und seine Freunde, und auf Schwedisch heißt das Riltons Vänner. Early morning, she wakes up, knocking, knocking, knocking on the door. Time for makeup, perfect smile, you they are waiting for. Isn't she lovely, this Hollywood girl? And they say she's so lucky, she's a star, but she cries in a lonely heartbeat. If there's nothing endless in my life, then why tears come at night? Keeps on winning, but tell me what happens when it stops, baby. Isn't she lovely, this Hollywood girl? And they say she's so lucky, she's a star, but she cries in a lonely heartbeat. If there's nothing missing in my life, yes, and how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Danke sehr und schön. Jacques Brel, liebe Freunde, sagt Ihnen bestimmt allen etwas. Er war einer der Urliedermacher, der Ursongpoeten. Alle haben von ihm gelernt und ich finde, ab und zu gehört er einfach hierher auf die Bühne von Banz. Und so habe ich mich für diesen Sommerabend wieder mal in Jacques Brel verliebt, in seine Chansons, in seine Stimme. Und eines der schönsten Lieder über Liebe und Sehnsucht, Ne me quitte pas, bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort, man muss vergessen, man kann vergessen, jeden Tag und Ort. Vergiss die Zeit unserer Irrungen und Verwirrungen, die verlorene Zeit, man kann sie betören. Lass die Fragen ruhen nach dem Warum, die das Glück zerstören. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Schau, ich schenke dir Perlen aus Regen aus einem Land, wo der Regen nie fällt. Ich durchkreuz die Welt auch nach meinem Tod und bedecke dich mit Gold und mit Licht. Es gibt ein Beginn, wo nur Liebe ist, wo du König bist und ich Königin. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, ne me quitte pas. J'ai inventé des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bitte geh nicht fort. Man hat oft erlebt, dass ein Vulkan, dessen Feuer zerrann, neu zu flammen begann und die Erde grünt, neues Leben beginnt. Aus verbranntem Stein blüht das schönste Mai und die Nacht erscheint, wenn der Himmel loht, weil das Schwarz und Rot sich aufs Neue vereint. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte, bitte, geh nicht fort. Bitte geh nicht fort, und ich sag nichts mehr, und ich glaub nimmer, such mir irgendein Ort, will die nur noch sehen und die sprechen hören. Singen, lachen hören, will die tanzen sehen, ich will Schatten sein, lass mich Schatten sein, Schatten wie ein Hund, ich will Schatten sein, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Name Kit. Die nächste Gruppe hat in Österreich absoluten Kultstatus und auch in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern werden die großen Hallen gefüllt und wir haben auch in diesem Sommer mehrere Konzerte miteinander gehabt, unter anderem in Wien, auf dem Donauinselfest, in Salzburg und in München und neulich haben wir eine kleine Busfahrt miteinander gehabt und dann haben wir die Idee gehabt, es war doch eigentlich wunderbar,
wenn man einen neuen Staat gründen darf, mit lauter lustige und liebe Leid. Fast so, wie wir heute da alle beieinander sind. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich meine Kollegen aus Österreich ansagen kann, es sind nur drei Buchstaben, nämlich STS. Ganz so wie es früher war.
ganz so wie es früher war. Ganz so wie es früher war. Ganz so wie es früher war. Wenn du lachst, wenn du ganz offen bist, wenn ich schaff, dass der Zeit lang alles andere vergisst. Ich mag die Stunden allein in ein Wirtshaus am Meer, wenn ich die Geschichten vom alten Fischer her. Musik aus dem Bauch, wo noch wirklich wer spielt, die die schwärzesten Löcher mit Hoffnung füllt. Ein Abend mit Freund, wo in der Früh dann um Viertel vier die ganze Welt besprochen ist, nach 15 Bier. Wenn ich ein Ziel hab, dann gebe ich nicht auf. Ob's was bringt oder nicht, komm ich erst nachher drauf. Und es entscheidet, wann ich wirklich was will. Nicht der Verstand, immer noch das Gefühl. Warst du für mich da und ist es noch so lang her? Ist klar, dass ich immer halten werd. Und jeder ist für mich zuerst einmal ganz geil. Wurscht woher, schwarz oder weiß, arm oder reich. Ich bin ein altmodischer Hund, die ganzen Dinge kennen mich am meisten frei. Das Leben ist so bunt, es müssen die Augen nur offen bleiben. Ich bin auch ein modischer Hund, Leute, die nur glauben, sie noch Winter, morgen nicht. Sie hat zum Jammern Hand und wann was nicht schnell und einfach geht. Extra Kick, nicht die Nasen voll Schnee, weil ich gern mit einem Fuß immer am Boden steh. Und ich glaub, aus dem Kopf kann man im Endeffekt nicht wirklich mehr rausholen, als drinnen steckt. Leben muss man lernen, langsam Schritt für Schritt. Da kommen aber feste Watschen mit. Du kommst nicht aus, da kannst rennen, wurscht wie weit und warten können, muss man alles, hat Zeit, Zeit. Ich bin ein altmodischer Hund, die ganzen Dinge kennen mich am meisten frei. Das Leben ist so bunt, es müssen die Augen offen bleiben. Ich bin ein modischer Hund, Leute, die nur blabbern, sie noch Winter, morgen nicht. Sie zum Jammern kann drohen, wann was nicht schnell und einfach geht.
Danke sehr. Langsam fing der Tag sein End und die Nacht beginnt. Mitsingen erlaubt. In der Kärntner Straße, da singt einer Blowing in the Wind. Hol ein grünes Reckerl an, steht da ganz verloren. Und der Steffel, der schaut Robi auf den armen Steirer Wurm. Der hat wohl sein Glück probieren in der großen fremden Stadt. Hat glaubt, seine Musik bringt ihm aufs Rheinbahn Express Titelblatt. Aus der Traum zerplatzt wie Seifen, Blasen, nix ist blieb. Als wir ein paar Schülling in sein Gitarrenkoffer drin. So ist es. Wochenlang steh ich schon da, wochenlang blag ich mich an. Ich spül mir die Finger mund und sing so, da kommt die Sonne. Doch es ist zum Narren schwer, keiner will mich singen lernen. Langsam krieg ich wirklich nur. Ich frag mich, was ich da tue. Da geht den ganzen Tag der Wind. Nix als Baustellen, das gar Mensch was blind. Die Buren sind ein Gas. Und im Kaffeehaus brennt's dir aus. Ich will wieder. Fühl mich da so allein. Brauch kein Groß. Ich will an der Fürstenfeld. In der Zeitung, da hab's schief. Da gibt's eine Szene, da muss hin. Was sie wollen, das sollen sie schreiben. Hier kann eine Szene gestohlen bleiben. Cocktail aus dem Reben mehr. Schwarze Lippen, grüne Ohren. Da kannst du auch stehen, wirklich wahr. Ich will wieder haben. Fühl mich da so allein. Brauch kein großes Wort. Ich will haben, mein Fürstenwort. Ja, mit diesem Lied, meine Damen und Herren, möchte ich uns gern bei euch Ihnen verabschieden. Ihr seid ein fantastisches Publikum. Ihr habt es uns wirklich verdient. Passt gut auf beim Anfahren. Kommt gut an. Es verabschieden sich am Gebläse Franz Zettel. Am Bass Wolfram Wuffi Abt. Am Schlagzeug Gerd Wennemuth. Keyboards und Ziehharmonika der Herr Professor Ewald Beit, der jetzt gleich ein wunderbares Solo spielen wird. Wie noch mich gar nicht verdient.
ich spür extra Snow in Graz. Sind aber Kirchen und Stadt. Ich brauch kein Gürtel, ich brauch kein Ring. Ich will so, ich das immer hin. Ich brauch nur das bisschen Geld. Für die Fahrt nach Fürstenfeld. Ich will wieder ab. Für mich das Horen. Brauch kein Großhört. Ich will ab nach Fürstenfeld. Ich will wieder ab. Für mich das Horen. Brauch kein Großhört. Für mich da so rein. Rocker groß wird. Ich will am nach Fürstenfeld. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Viert euch. Gute Nacht. Eine CD ist erschienen zu diesen Songs an einem Sommerabend. Das ist die dritte. 20 Interpreten sind darauf versammelt, von Heindling bis STS, von Stefanie Werger bis Konstantin Wecker, Rosenstolz, Reinhard May. Ja, und ich bin auch dabei. Und zu kaufen gibt es die CD in den BR-Shops und im Fachhandel. Und nun kommen wir zu unserem nächsten Gast, und da habe ich das Gefühl, wir müssen etwas gut machen. Es ist nämlich auch eine Aufgabe, ja, es ist auch eine Aufgabe der Moderatoren hier, das habe ich gelernt, für die Mitwirkenden gewissermaßen gut Wetter zu machen. Und da haben Heindling und ich im letzten Jahr vollkommen versagt. Es hat geregnet wie aus Kannen, alle waren wir nass bis auf die Haut. Und wie Sie wissen, das zweite Konzert ist ja buchstäblich ins Wasser gefallen. Aber es kann ja sein, dass der Himmel einfach nur Tränen gelacht hat über ihn. Er hat im letzten Sommer den Nachwuchspreis der Hans-Seidel-Stiftung erhalten. Jetzt ist er trocken hinter den Ohren. Herzlich willkommen, Bodo Wartke. Bodo, seit 1996 hast du in jedem Jahr mindestens einen Preis erhalten. In diesem Jahr noch nicht. Muss ich mir jetzt Sorgen machen oder wie? Ich war ja lang auf Tour jetzt, 4 Monate, und konnte daher nicht an Wettbewerben teilnehmen. Und ich habe halt auch einfach nur eine Einzimmerwohnung, die ist voll mittlerweile. Aha, dann verstehe ich das. Die Zeitungen, die schreiben über dich: gewitzt und intelligent, raffiniert und scharfzüngig, talentiert und treffsicher. Also in Bayern kann man das nicht so ganz verstehen. Du bist in Hamburg geboren, hast dein Abitur in Bad Schwartau gemacht, und laut PISA-Studie dürftest du eine Ouvertüre nicht von einer Konfitüre unterscheiden können. Also wie gehe ich damit um? Ja, ich unterscheide da auch gar nicht. Also die meisten Lieder von mir handeln ja von Marmelade. Ist für mich im Prinzip dasselbe. Wunderbar, bin ich beruhigt. Meine Damen und Herren, Musikkabarett in Reimkultur. Bodo Wartke. Ich liebe sie nicht mehr, sie behandelt mich wie Dreck. Früher liebte ich nicht so sehr wie sie, jetzt will ich nur noch weg. Sie meckert immer zu und quält mich bis aufs Blut, ganz egal was ich auch tue, sie findet es nicht gut. Sie ist ein wahrer Drachen, ein gemeiner und perfider. Ich muss dem ein Ende machen, doch ich sage immer wieder: ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, Schatz, nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Das kann doch gar nicht sein. Ich meine nein und sage ja. Das war schon immer mein Problem, auch damals vorm Altar. Der Teufel soll sie holen, sie bringt mich noch ins Grab. Doch ein Freund hat mir empfohlen: Mensch, jetzt hak die Sache doch mal ab. Ja, genau, die Idee ist genial. Na warte, Frau, wenn du mich wieder mal mit deiner spitzen Zunge piesackst, hack ich die Sache ab.
mit der Axt. Auch wenn du dann Reue beteuerst. Zu spät. Ich hol die Axt. Das war das letzte Mal, dass du rumzukeifen wagst, weil ich hab ein Beil. Ich will, dass du winselnd in dir zusammen sagst, wenn ich vor dir stehe mit der Axt, weil du unentwegt an meinen Nerven nagst mit der Axt, weil du mich mit plumpen Plattitüden plagst mit der Axt, weil du alle meine Freunde mir verjagst, weil die Axt das Einzige ist, was dann auch hilft, wenn du mich fragst. Ich stell mir gerade vor, ich schneide dir ein Ohr ab. Ab was? Papalapap, ich schneide beide ab. Ich schwinge guter Dinge, meine Axt und singe, als ich mit der Klinge deinen Hals durchdringe. Ich treibe eine Kluft durch Luft und Speiseröhre, zertrenne Muskelstränge, wobei ich leise höre, wie schön dir doch im Nacken deine Knochen knacken. Doch genug der Worte, Taten warten. Ich gehe in das Bauhaus und suche mit Bedacht eine Axt für meine Frau aus und warte auf die Nacht. Ich schleich mich in ihr Zimmer. Da liegt sie tief im Schlaf auf ihrem Bett wie immer. Und schlummert still und brav. Der Wind bläht die Gardine und ich freu mich, gleich geschieht's. Da sagt sie mit verschlafener Miene: Tür zu, hier zieht's! Ja, Schatz, ich mach die Tür dazu. Ja, Schatz, sofort, Schatz, dann hast du deine Ruhe. Ja, Schatz, ich hab auch das Fenster zugemacht. Ja, Schatz, ich geh schon gut dran. Naja, was soll's, pack ich halt Holz. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann, bei Ihnen in St. Affelstein, Bad St. Affelstein, Entschuldigung, dass ich hier auftreten kann vor dieser wunderschönen Klosterkulisse, die ja auch in diesem Jahr ganz besonders malerisch ist. Ich möchte als nächstes Lied auch ein Liebeslied spielen. In letzter Zeit schreibe ich ja auch nur noch Liebeslieder. Ich vermute, das ist so eine Phase, die ich da gerade durchmache. In meiner Kindheit schrieb ich eher so gesellschaftskritische Protestsongs. So ändern sich die Zeiten. Liebeslieds. Ich liebe dich. Ja, ich gebe zu, ich falle jetzt vielleicht gleich zu Beginn ein bisschen mit der Tür ins Haus. Aber im Grunde genommen lässt sich ja eigentlich jedes Liebeslied im Kern auf so eine Aussage reduzieren. Man könnte ja quasi aufhören. Gut, das war's von meiner Seite. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst. Das war nur Spaß. Das war nur Spaß. Nee, das geht ja nicht. Also da aufhören, das ist ja gemein, ne? Das wäre ja nicht fair. Denn da bleiben ja viele Fragen jetzt auch noch offen. So zum Beispiel, wieso oder wie lange oder wie heißt sie eigentlich? Also ich sing mal weiter. Ich will's in allen Sprachen für dich singen, auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen.
ich liebe dich. I want to sing in every language for you, baby, and play on every instrument to say these words to you. Believe me, it is true. I love you. Je veux chanter pour toi en toutes les langues. Jouer pour toi de tous les instruments en disant mon amour, je t'aime. Wo immer du auch wohnst, ich weiß genau, dass es dich gibt. Die Frau, in die ich mich und die sich in mich verliebt. Wo immer du auch wohnst, welche Sprache du auch sprichst, wenn wir uns begegnen, dann lerne ich sie für dich. In tutte le lingue lo vorrei cantare, su tutti gli strumenti suonare, provare l'amore per te, perché ti amo. Lo cantaria in todos los idiomas para ti, in un toro instrumento toccaria e si tereria, mi amor. Ik wil het in allen talen mee te delen, op alle instrumenten voor je spelen, kwelen. Nou, weet ik echt, ik hou van jou. Ah, dank u wel, dank u wel. Dank u wel. Ja, ik hou van jou. Wenn man sowas hört, denkt man sich doch, Mann, wat müssen die Holländer für einen Spaß haben? Ich weiß ja nicht, ich selber würde da wahrscheinlich ja eher reagieren mit, ey, pass auf, ich hau zurück. Wobei, ich weiß ja nicht, wird das in Holland übertragen eigentlich? Müsst ihr schneiden dann, ja, Refrain. Wo immer du auch wohnst, ich weiß genau, dass es dich gibt. Die Frau, in die ich mich und die sich in mich verliebt. Wo immer du auch wohnst, welche Sprache du auch sprichst. Wenn wir uns begegnen, dann lerne ich sie für dich. Rangwayonga jang yin xiang shuai yong butong de de ci chang shi du ni di ai ti nai de zhen qing qi yan ni de wo ai ni. Das war Chinesisch. Meine Damen und Herren, wenn Sie die eine oder andere Sprache wiedererkennen, zögern Sie nicht. Steigen Sie einfach mit ein. Я хочу на всех языках петь это и то же, на всех инструментах играть, если можно. Боже мой, я люблю тебя. Ich habe ja noch eine Strophe auf Türkisch. Ja, die kann ich leider aber noch nicht aussprechen. Ist aber nicht schlimm. Ich war vor kurzem auf meiner Tournee in der Schweiz und habe da eine Strophe geschrieben auf Schweizerdeutsch im Berner Dialekt. Und es klingt ja fast wie Türkisch. Ich möchte ja eine Sprache für die Singer, auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen. Am liebsten unter der Lobe von Barn, ich habe die Garn. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, quasi als Finish. Finish. Tatton Jokasella Kielelle Laula. Jokasella Soiti Mella Koita Soita Quinca. Rakastan Sinua. Rakastan Sinua. Ich liebe dich auf Finnisch. Ist das nicht schön? Wobei, ich habe mir ja sagen lassen, die sagen das nicht. Nee, echt, also das gibt es zwar in der finnischen Sprache, ne? Rakastan Sinua, aber sagen die nicht. Ich meine, okay, hat ja sicher auch Vorteile, wenn man das nicht braucht. Also, wenn sie das von selber versteht, meine ich natürlich, aber... Auf der anderen Seite, es gibt doch auch manchmal so Momente, da möchte man das gerne sagen. Ne? Was machen die dann? Ich habe lang überlegt
und bin, wie ich denke, da auch zu einer ziemlich plausiblen Erklärung gekommen. Finnland ist ja, wie wir alle wissen, jetzt nicht so richtig dicht besiedelt. Und deshalb passiert es auch einfach nicht so oft, dass ich da in den unendlichen Weiten der finnischen Taiga zufällig mal ein Finne und eine Finnin finden. Und wenn, dann quatschen die nicht lange. Wo immer du auch wohnst, ich weiß genau, dass es dich gibt. Dankeschön, die Frau, in die ich mich und die sich in mich verliebt. Wo immer du auch wohnst, Baby, für dich würd ich sofort bis ans Ende dieser Welt fahren. Ich gebe dir mein Wort. Abschlussruf habe ich ja neulich mal meiner Mitbewohnerin vorgesungen in Berlin. Die fand den total schön. Ich habe sie gefragt, findest du das nicht ein bisschen kitschig oder pathetisch oder so? Und sie sagte, nee, gar nicht. Ja, dann habe ich gedacht, cool. Und habe das Lied dann einen Tag später mal einem guten Freund vorgespielt und meinte, hier, ein brandneuer Song von mir, habe ich gerade geschrieben, Liebeslied. Sag mal, wie findest du den? Meinst du, ich kann den bringen hier bei Songs am Sommerabend da? Und der Freund von mir meinte dann, nee, das würde ich nicht machen. Also, nee, ey, das ist viel zu kitschig, total pathetisch und voll unrealistisch. Ey Mann, bis ans Ende der Welt, so ein Quatsch. Wer soll denn das bezahlen? Du! Ey komm, ja, sei bitte mal ein bisschen realistischer. Naja, auf sein Drängen habe ich dann das Lied wie folgt überarbeitet. Wo immer du auch wohnst, am besten du kommst her und lernst erstmal meine Sprache, die ist auch gar nicht schwer. Vielleicht kannst du die ja schon nach, dann wär ja alles klar. Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah. Das Gute liegt so nah. Dankeschön. Vielen Dank.